Warum spielen wir eigentlich immer die Guten? Ist euch schon mal aufgefallen, dass wir in diesen Videospielen, wo man die Wahl hat zwischen Gut und Böse, dass wir dazu neigen, gut zu sein? Und ich meine jetzt nicht die Spiele, wo das sowieso vorgegeben ist, wo man nichts anderes machen kann, als die Prinzessin zu retten, den Mana-Baum oder was auch immer. Ich meine jetzt solche Spiele, die uns vor die spannende Frage stellen, was sollen wir tun? Titel, die jetzt so sind, gibt es ja inzwischen Überfluss. Also ich denke da jetzt an die klassischen Beispiele hier, alles Mögliche von BioWare. Also der Entwickler liebt es ja geradezu, uns davor schwierige Entscheidungen zu stellen, sei es jetzt im Star Wars-Universum, Dragon Age oder im Weltraum mit Commander Shepard. Aber vor allem sind auch Titel von Obsidian jetzt darunter. Also Fallout, New Vegas, Pillars of Eternity, Tyranny oder The Outer Worlds. Und dann natürlich auch Witcher 3. Also da kann man auch ständig entscheiden, ob oder wem man helfen soll. Oder ob am Ende eine Belohnung haben will, auch wenn man da trotzdem noch die Wohnung auseinandernehmen kann, was viele von uns immer wieder getan haben. Ja, und dann nimmt man sich jetzt mal vor, beim nächsten Spiel anders zu sein, mal den Bösen zu spielen, nicht der schillernde Retter, sondern was anderes. Und ist euch das jetzt auch schon mal passiert? Seid ihr dann auch nach und nach trotzdem wieder auf den Pfad der Tugendhaftigkeit zurückgekehrt? Also mir passiert es ständig und ich habe mich jetzt so ein bisschen umgehört, erst im Rudel, dann im restlichen Netz und tatsächlich anderen Menschen passiert das auch, die haben das auch. Also frage ich mich, warum ist das jetzt so? Warum will ich so gerne einem NPC helfen, obwohl ich doch weiß, dass er nur aus 0 und 1 besteht? Kann man da jetzt richtig psychologisch, neurologische Wissenschaft draus machen oder ist das jetzt am Ende alles nur Blödsinn? Denn eine Sache ist ja jetzt jedem Gamer nach einigen Jahren klar, wenn er nur lange genug gespielt hat. Die Welten, in denen wir da jetzt herumlaufen, sind ja nicht echt und haben ihre eigenen Gesetze. Wir wissen ja, wir werden ständig beobachtet. Jede Entscheidung wird registriert und bewertet. Und häufig machen es die Entwickler dabei so, dass wenn man jemandem dabei hilft, dann revanchiert sich das Spiel irgendwie. So eine Art Belohnung dafür, dass wir nett waren. Wir verschonen beispielsweise jetzt hier in Game Deck eine KI am Anfang und die hilft uns gegen Ende, Stunden später, gegen Ende des Spiels, massiv. Und das ist ja jetzt in echt anders. Also als ich letzten Freitag im Straßenverkehr einem anderen Auto die Vorfahrt gegeben habe, was ich nicht hätte machen müssen, habe ich deswegen gerade so meine grüne Ampel verpasst und wurde dafür bestraft, dass man nett ist. Das wusste der andere jetzt natürlich nicht, aber darum geht es nicht. Es könnte also sein, das ist jetzt nur so eine Theorie, dass wenn man ein paar Jahre lang gespielt hat und einem klar wird, dass man für gute Entscheidungen später vielleicht enorm belohnt wird, dass man sich dann angewöhnt, einfach nur das Spiel möglichst effizient zu schaffen und sich deswegen so verhält. Also Beispiel Witcher 3, da sind ja so eine Menge moralischer Fragen durch das Spiel. Und man kommt so an eine Mission, wo man ein Dorf voller abgeschlachteter Menschen hat. Man macht so ein bisschen Spurensuche und findet heraus, da war ein anderer Hexer. Der wurde von den Leuten betrogen und wenn man ihn dann verschont, und ich sag jetzt mal, das ist die gute, menschenfreundliche Entscheidung, statt ihn zu exekutieren, dann verrät er einem das persönliche Versteck, wo man sich bedienen kann. Ich bin nicht so ein Flachwichser wie die Hinterwäldler. Du hast was gut bei mir. Hier. Damit findest du meinen Schatz. Nimm, was du willst. Ist das jetzt realistisch? Nein. Ne? Also so würden sich Menschen nicht verhalten, denen man hilft. Sie würden einem nicht sagen, ja, da habe ich meine Wohnung. Geh einfach mal hin, bedien dich. Nimm mit, was du haben willst. Also, ein anderes Beispiel ist ja jetzt vielleicht die Hitman-Reihe. Da ist es ja so, dass man als Attentäter quasi alles und jeden umlegen kann auf dem Weg zum Ziel. Aber die höchste Bewertung gibt es eben dann, wenn man unbemerkt bleibt, im Verborgenen und auch niemanden tötet, der es jetzt nicht verdient hat, auch nicht die bewaffneten Wachen. Naja, abgesehen davon, dass man in Hitman sowieso der Gute ist, weil man immer als Hauptziel irgendwelche Waffenhändler hat oder putschende Militärs oder fiese Virologen. Also um es zusammenzufassen, ja, es könnte sein, dass die meisten Videospiele so sind wie Kinderserien, wo am Ende nicht nur der Gute immer gewinnt, sondern auch belohnt wird dafür, was er getan hat, dass er eben nett war, dass er freundlich war. Aber ich habe ehrlich gesagt nie drauf geachtet. Aber mir ist es eben irgendwann aufgefallen, dass man immer wieder dafür langfristig belohnt wird, wenn man eben kurzfristig auf Vorteile verzichtet. Und dann heißt das eben, dass man den Leuten heute hilft, damit sie morgen einem vielleicht vorbeikommen und dann beim Bosskampf helfen oder sowas. Das ist schon häufiger passiert. Eine andere heiße Theorie ist jetzt das Gute im Menschen. Wenn man sich jetzt den Top-Kommentaren von Reddit anvertrauen will, dann sind wir im Grunde einfach nur gute Menschen und mehr nicht. Das ist es dann schon. Ich meine, macht ja auch irgendwo Sinn, ne? Warum sollte man als netter Kerl im echten Leben sich in einem Spiel jetzt anders verhalten, außer um jetzt mal was auszuprobieren? Also, was passiert, wenn ich jetzt einen NPC hier verprügle oder man guckt einfach mal, wie realistisch ein Lagerfeuer ist. Also,
Ich halte das für glaubwürdig. Ja, also ich denke, wenn man gut erzogen wird, wenn man ein solides Weltbild hat und wenn man grundsätzlich anderen Menschen positiv gegenübersteht, dann zeigt sich das auch irgendwo in einem Spiel, wo man eine Menge Freiheiten hat. Also zumindest möchten wir das jetzt glauben, oder? Also ich meine, es wäre die optimale Erklärung dafür, dass wir jetzt nett sind zu einem NPC, denn wer will nicht von sich selbst glauben, dass er ein guter Mensch ist, oder? Es könnte natürlich aber auch sein, ging mir jetzt auch so durch den Kopf, dass es gar keinen Sinn macht, wirklich böse zu sein. Also gaming-technisch gesprochen heißt ja böse sein meistens einfach nur alles töten, alles klauen, kaputt machen, mehr verlangen, als einem zusteht, irgendwen belügen und so weiter und so fort. Also da muss man sich natürlich fragen, warum sollte ich das jetzt alles tun? Was bringt das? Ich meine, angenommen, morgen finden wir ein fremdes Portemonnaie mit 200 Euro drin und wir wissen, dass uns dabei keiner beobachtet hat. Ja, was macht man dann, ne? Ich kann euch sagen, was derjenige gemacht hat, der mein Portemonnaie vor 2 Jahren gefunden hat und derjenige davor. Sie alle haben es immer abgegeben, bin ich ihnen dankbar dafür, dass man nicht die ganzen Papiere wieder zusammenkratzen muss, aber sie haben auch dafür gesorgt, dass man in Zukunft besser darauf aufpasst, indem sie sämtliches Geld mitgenommen haben. Also gestohlen, streng genommen. Versteht mich jetzt nicht falsch, ich bin froh, dass das alles wieder aufgetaucht ist, aber ich denke, na nicht alles, ne? Aber ich denke eben, dass einfach im echten Leben die Leute für jede böse Tat eben auch einen guten Grund vorweisen können. Also seit Corona ist mir auch einfach klar, dass es viel mehr Egoismus gibt, als ich mir vorher eingestehen wollte. Aber warum sollte man in einem Spiel egoistisch sein wegen irgendwas, was einem dort vielleicht gar nichts bedeutet? Also wenn man jetzt diesen Titel wegen virtuellem Geld gar nicht spielt, sondern einfach nur um die Story zu erkunden. Irgendwer meinte mal, dass die meisten Spiele gar nicht wirklich Rücksicht darauf nehmen können, dass man auch eigentlich böse ist. Also hier wieder mal jetzt mal als Beispiel Witcher 3, wo man ja eigentlich loszieht, um sein Ziehkind zu suchen und am Ende monatelang irgendwelche Kartenspiele in Spelunken spielt oder am Rande der Welt irgendwelche armen Monster jagt, die uns ja wirklich nichts getan haben. Ne? Also wenn wir jetzt noch tiefer graben wollen, könnte es natürlich auch sein, dass wir es deswegen immer den Guten spielen unbewusst, weil wir wissen auch, dass es ja ungefährlich ist. Ne? Das klingt jetzt blöd, aber eigentlich ist es das nicht. Denn wenn es darum geht, dass wir Zivilcourage im echten Leben jetzt zeigen, dann scheitert es ja einfach häufig daran, dass es gefährlich ist oder Überwindung kostet. Ich habe mal versucht, in einer S-Bahn die passiven Leute dazu zu motivieren, dass sie mir helfen, diesen Typen da in Schach zu halten, der eine Frau so angepöbelt hat. Und ich kann euch sagen, das ist nicht einfach. Da wollte einfach niemand mit mir zu tun haben. Und obwohl ich sicher bin, dass da keiner jetzt stolz drauf war, dass man so passiv geblieben ist, wenn jetzt alles vorbei ist und man drüber nachdenken kann. Aber die Polizei sagt ja auch selbst, dass der Eigenschutz immer vorgeht. Und wer von uns würde einfach so ohne Schutzkleidung in ein brennendes Gebäude rennen, um irgendwen zu retten, den er gar nicht kennt? Ne? Das sind so philosophische Fragen. Ne? Deswegen, es könnte sein, dass wir gerne die Guten spielen und die Welt retten, weil es einfach ungefährlich ist. Zu Hause, vor dem Rechner, mit einem kühlen Pilz in der Hand, wenn das Tagwerk vollbracht ist, einfach ein bisschen entspannen. Und das macht dann auch irgendwo Spaß, dass man etwas macht, was man sonst sich so nicht zutrauen würde in Wirklichkeit. Und dann kann man jetzt den einen oder anderen Mord an dem NPC auch noch begehen. Aber vielleicht eben auch die Überwindung, dass man so vielen Leuten hilft, wie man kann. Das geht im echten Leben ja einfach nicht. Also solange man zumindest kein Milliardär ist und Geld irgendwo noch einen Wert hat, kann man ja nicht einfach jedem Menschen irgendwo helfen, der um Hilfe fragt. Irgendwo hat man ja auch Grenzen. Und mir ist aufgefallen, dass ich in diesen Spielen praktisch jede Sidequest annehme, wo Leute um Hilfe fragen, also die ich dann auch versuche irgendwie zu lösen. Weil hier geht das dann ja. Hier hat man dann ja mit seinem Silberschwert die Ressourcen, um das böse Monster im Wald zu zerlegen. Und ja klar, ich kann dir auch noch 200 Gold geben, weil das Monster dir die Schafe gerissen hat und deine Familie jetzt hungert, weil was soll ich jetzt mit 200 Gold in einem Spiel, was bald vorbei ist, ne? Also, das ist dann ja so der Hintergrundgedanke da. Also, das sind jetzt soweit meine Erklärungsversuche dafür, dass ich einfach es nicht hinkriege, bei wichtigen Entscheidungen in moralischen Spielen mal was nicht Gutes zu machen. Also meistens nicht. Ich finde es toll, dass man jetzt mit hunderten anderer Menschen so mal darüber philosophieren könnte, was dafür so die Gründe sind. Und vor allem würde mich jetzt mal interessieren, ob da irgendwo auch so mein Gegenstück rumläuft. Also jemand, der die ganze Zeit nur den fiesen Fettsack raushängen lässt, der alles und jeden um sich herum leiden lässt und insgeheim darüber lacht und der sich immer vornimmt, gut zu sein, aber der es dann einfach nicht hinkriegt. Und naja, das ist jetzt das Tolle an Videospielen, ne? Dass wir so ziemlich viel Freiheit haben und keinen den anderen verurteilt, wenn er mal in Stellaris eine ganze Zivilisation aus netten Menschenaffen einfach nur dafür züchtet, dass man sie nachher essen kann.
oder in Rimworld, da will ich gar nicht erst mit anfangen, dass man Gefangene im großen Stil hinrichten kann, indem man ihnen die Organe rausrupft, ohne dass es irgendwen weiter interessiert. Naja, Hobbys können schon toll sein. Ich muss jetzt hier wahrscheinlich einen Cut setzen, weil ich die ganze Zeit am Lachen bin über irgendwas, was mir jetzt in diesen Spielen passiert ist, was eigentlich total brutal ist, aber was dann eben schon wieder witzig ist. Also Hobbys können toll sein, ne? Also besser als während einer Pandemie. Naja, jetzt hätte ich fast den Fehler begangen, hier eine Stellung zu beziehen, aber nein. Ich wünsche euch jetzt an dieser Stelle einen tollen Tag, Leute. Macht's gut, trefft die richtige Entscheidung und manchmal sind das, wie in einem Spiel, genau die, die sich erst später auszahlen. Oh, das war gut. Macht's gut, Leute. Bis dann. Ciao. Ich hab Stuss geplappert wie ein Volltrottel.